Ja, herzlich willkommen zu Nicht verzagen Peter Fragen. Heute stelle ich euch wieder einen neuen Studiengang vor. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht über Betriebswirtschaft. Das waren ca. 40 Varianten von Betriebswirtschaft, die ich euch vorgestellt habe. Und da will ich heute einfach mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, denn ich habe da natürlich auch einige Fragen über WhatsApp zu bekommen. Und von daher das Thema heute Business Analytics. Und ich mache es direkt an einem konkreten Studiengang, nämlich an der Freien Universität Amsterdam. So, wieder ein Studiengang, vollkommen in der Schnittmenge. Ich habe euch das schon mehrfach gesagt. Es gibt also immer Studiengänge, die sich in den Grenzbereichen bewegen. Und bei Business Analytics ist es schon so, dass ihr eine mathematische Grundbegabung haben müsst. Es ist also in der Schnittmenge zwischen Ökonomie, Mathematik und Informatik. So. Also da solltet ihr schon ein großes Interesse haben. Und da dreht sich im Grunde um alles darum, Big Data zu verwalten. Das heißt, Datenwissenschaft, maschinelles Lernen, kluge Entscheidungen treffen und so weiter. Man muss also Datensätze zusammentragen. Man muss dann analysieren und dann für neue Produktlinien der großen Hersteller von verschiedenen Autos, Staubsauger, Dyson oder irgendwas anderes muss man das zusammenstellen. Und von daher ist dieser Studiengang dann also eine einzigartige Kombination von Mathematik, Informatik, BWL. Man wird akribisch herausgefordert und man kriegt eine feste theoretische Basis. Das geht auch mehr über das Modellieren und dann auch Anpassen von theoretischen Statistiken. Er bietet auch eine breite Lernerfahrung. Aber man muss wirklich diese Begabung haben und man braucht aber auf der anderen Seite auch kein mathematisches Genie zu sein. Dann müsst ihr Mathematik studieren. Es geht um in der Welt des Business Analytics Erfolg zu haben, muss man ein Grundverständnis für Mathematik haben. So, in einer Welt, in der diese Daten immer wichtiger werden. Ihr seht das ja auch überall, ob das bei allen großen Konzernen. Ich habe hier ja auch vorher eine Sendung gemacht, die 10 reichsten Männer der Welt oder Frauen der Welt und habe dann auch dargestellt, was die so studiert haben. Und da war eben, solche Studiengänge waren einer der Grundlagen dieser Leute. Die haben also, ob das der Bezos von Amazon oder die anderen, die haben also alle so etwas Ähnliches oft auch studiert und haben das als Basis gemacht, um ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln. Die großen Firmen brauchen solche Leute. So, wie ist das denn? Wenn ich denn jetzt das studiere, bedeutet das auch automatisch, dass ich mit einem guten Arbeitsmarkt zu rechnen habe? Ja, und habe ich schon mehrfach gesagt, im Moment aktuell der Arbeitsmarkt super. In 3 oder 5 Jahren weiß man nicht. Es gibt da die verschiedenen verrückten britischen Politiker, bei denen man ja nicht mehr weiß, was sie so alles treiben oder was sie treibt. Dann haben wir diesen Trump, wir haben den Erdogan. Ja, es kann sich also schnell ändern. Wenn ihr fertig seid, in 3 oder 5 Jahren könnte es anders sein. Dennoch schaut man sich bei beiden die Arbeitslosigkeit an, bei Ökonomie und bei BWL und kombiniert dann schätze ich einfach mal unter 1% Arbeitslosigkeit. Also, man wird ja im Grunde genommen nur arbeitslos, wenn man in das Büro seines Chefs geht, einen Haufen auf den Schreibtisch macht und dann das Büro wieder verlässt. Das ist ein Meister in diesen Sachen, war Till Eulenspiegel. Also ich empfehle euch einmal, lest mal die Geschichten von Till Eulenspiegel. Der hat das auch in Kirchen gemacht, überall. Also das ist eine ganz interessante Sache. Also ihr werdet nicht arbeitslos, so gut wie keine Chance. Nur vom Übergang von einem zum anderen Job vielleicht. So abgesehen vom guten Arbeitsmarkt jetzt mal, wie ist das denn? Das kann man ja auch an vielen Universitäten in Deutschland studieren. Warum sollte man sich auf den Weg nach Amsterdam machen und dort in einer anderen Sprache studieren, in Englisch? Da gibt es eine Vielzahl von Gründen und da ist eben insbesondere nochmal in erster Linie, dass man also international studiert, man knüpft internationale Kontakte mit den USA, mit China, mit allen. Die Chinesen sind also die größte Studentengruppe in den Niederlanden. Man knüpft also mit all diesen Nationalitäten viele Kontakte international. Und was dabei ganz wichtig ist, neben den internationalen Kontakten in Amsterdam, ist, dass man das Lernen in kleinen Gruppen dort hat. Das sogenannte problemgesteuerte oder problembasierte Lernen. Es ist so, dass euch der Stoff an praktischen Beispielen beigebracht wird. Das ist viel verständlicher, als wenn irgendeiner im Hörsaal sitzt und irgendwie kleine Formelnübungen in 200 Meter Entfernung an die Wand kritzelt. Also das ist sehr gut. Und was natürlich bei Business Analytics auch eine wichtige Rolle spielt, die Niederländer sind bekannt als die Kaufleute Europas. Das heißt, ihr habt diesen deutschen Hintergrund, ihr habt den niederländischen Hintergrund. Das ist das eine ganz
schöne Sache. Wie läuft das Studium jetzt ab, fragt ihr euch. Also im ersten Jahr natürlich die Grundlagen, wie überall, Betriebswirtschaftslehre, Mathematik, Informatik, Grundsätze des Rechnens, Wahrscheinlichkeitsrechnen, Programmieren, Buchhaltung, alle diese Sachen, die arbeitet man mal in kleinen Teams durch, erarbeitet die sich so als Grundlage. Im zweiten Jahr, dann geht man in fortgeschrittene Themen und vertieft das Ganze. Und man hat auch mit Mitstudenten macht man die ersten zwei praktischen Projekte. Da ist es natürlich ganz gut, dass man an der VU Amsterdam direkt 600 Firmen im Business District angesiedelt wird. Da hat man also sofort die Anknüpfungspunkte in die Praxis hinein. So, von daher ist das also Sache. Im dritten Jahr, da entscheidet man sich dann für einen Minor. Da muss man sehr gucken, was interessiert mich besonders, wo will ich reingehen. Geht man dann in verschiedene Schwerpunkte rein, meist schon in Projekt mit auch wieder mit einem Betrieb da. So, wann startet das Programm? Niederlande einen Monat früher als in Deutschland, September. Bewerben müsst ihr euch bis Ende April. Und ihr müsst dann auch das gemacht haben, weil ihr ansonsten gar keine Wohnung kriegt in der VU Amsterdam. Also Studiengebühren sind im ersten Jahr 1038 und im zweiten Jahr dann 2083 Euro. Ja, Amsterdam, brauche ich nichts drüber zu sagen, eine der heißesten Städte der Welt, wirklich fantastisch, wirklich eine schöne Stadt. Die Freie Universität ist eine der freien Universitäten, eine Gründungsbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts war. Also eine sehr gute Universität. Die 13 niederländischen Universitäten sind alle im Ranking meist unter den ersten 100 Universitäten. Da ist dann ein Teil der deutschen Universitäten eben nicht alle. So 22.000 Studenten, 3.000 internationale, innovative Forschung. Also die VU Amsterdam ist auch eine sehr, sehr gute Adresse, um das zu studieren. Ja, wenn ihr euch mehr Informationen haben will, dann geht einfach auf die Webseite www.studieren-inholland.de. Dort findet ihr den Button von der VU Amsterdam unter Hochschulen. Dort findet ihr die verschiedenen Studienprogramme. Insgesamt kann ich nur sagen, top, ein ganz interessantes Betriebswirtschaftsstudium. Wenn ihr ein bisschen Faible für Mathematik habt, bedeutet das, dass ihr sehr gut verdienen wird, wenn ihr euch die durchschnittlichen Gehälter anguckt, da ist das sehr gut und auch keine Arbeitslosigkeit. So, das war's bei Nichtverzagen Peter Fragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und habt Spaß. Bis dann.